Übrigens sehr geil. Voller geile Beat, wa? So, bis so, da sind wir wieder. Kann ich eigentlich auch runterfallen? Nicht so, gell? Doch, kann ich. Lalala. So, ab in mein Geist. Ach, wird geladen. Rasputin, kannst du mich hören? Nein. Sascha? Wo bin ich? Du bist in deinem eigenen Verstand, aber ich weiß nicht wo. Sag, was siehst du? Einen klapprigen Zigeunerwagen. Erkennst du ihn? Yep. Ja. Dort wurde ich geboren. Ich verstehe. Faszinierend. So. Also das Spiel will mich verarschen. Es stürzt bei mir alle 12 Sekunden ab. Hoffen wir, dass es nicht noch öfters passiert. So, ganz schnell rein und bis gleich. So, da sind wir wieder. Ganz schnell einfach bis hierhin gespielt. So, die Teile holen wir natürlich alle. Sascha, ich gehe jetzt in den Wagen. Tja. Was siehst du da drinnen? Ich bin noch nicht drin. Ich will erst meine Schatzkammer und alles. Rasputins Flucht. Ja, hier, mein Zirkus, der war mal in der Range hier. Da ist Captain Voldemort. Captain Voldemort, ja. Ja, da sieht er anscheinend die Broschüre. Will er hin? Stemmen sie alle Gewichte. Hier, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der sieht so toll aus. Oh mein Gott, ich werde die Welt erobern. So, da zerreißt der Vater, ist er nicht. Ah, das ist Captain. Ach, Captain Wolverine. Besonders Captain. Das ist die Mutter. Oh, sexy Mom. Ja, und da haut er dann ab. Und dann, ach so, hey, das ist witzig. Hier, World's Smallest Pony. Ja, und dann hier. Ja, klar. So, und dann sind wir da. Im Whispering Rocks. Tschüssi. Das war Rasputins Flucht. Lag da gerade noch? Ah, der Typ da. Boom. Gehen wir mal rein, oder? Damn. Nicht genau. Oh, Kopfschmerzen. Aha. Will nicht raus. Schlag. Rasputin, bist du okay? Was siehst du jetzt? Miep. Im Traum oft deine Urangst oder Erinnerung. Folge ihm. Es könnte dich zu etwas. Ich stopf nur meinen Kopfhörer rum, weil ich es kann. Klar. Okay, Mr. Bunny. Wir bleiben zusammen und wo du hingehst, geh auch ich hin. Wir beide sind ein Team. Hey! Komm zurück! So, erstmal natürlich hier die Teile wieder einsammeln. Könnte sein, dass wenn wir hier rauskommen. Stufe 10 sind, das wäre natürlich sehr geil. Meinst du immer schon Stufe 9? Wenn wir alles einsammeln, wäre es sogar möglich, schätze ich mal. So, das Teil dürfen wir nicht verpassen. Ein Schilder hoch, da oben war doch was, oder? Warum ist ein Tornado? Oder ne, will ich den haben. So, zack. Zack, zack, zack. Ey, es kann wirklich sein, dass jetzt schnell Stufe 10 kommt. Da war gerade was. Ich will das Trugbild haben. Da ist es. Komm her, braves Trugbild. Ja, halt. Boah. Ich glaube, es hackt. Zack, zack, zack. Ja, ernsthaft. Geil. Also, jetzt auf jeden Fall bald schnell sofort. So, ein Truhenanhänger noch gefunden. Also, hier war ich in der letzten Aufnahme erst Stufe 8 oder so. Oder 7. Oder 6. Ich weiß gar nicht. Oh. Was? Okay, ich werde dich da rausholen. Nur eine Sekunde. Ja, lass uns Zeit. Sascha? Moment, es gibt immer noch ungewöhnliche Interferenzen. Faszinierend, als ob ein anderer. Ag
sagen nein? Sorry, fast fertig. Sascha! Ja. Das sollte nicht passieren. Wir machen das nochmal. Nochmal? Ich denke, ich muss nicht unbedingt wieder in den Mixer mit den Glutaugen-Jungs. Wie du willst. Weißt du, viele Stammesgesellschaften betrachten den Sieg über die Monster der Träume als Initiationsritus. Ich kann dich lehren zu kämpfen. Komm wieder, wenn du bereit bist. Bereit. So, ich speichere aber erstmal. Speichern, ja. Ich würde trotzdem gerne noch etwas weiter spielen. Oder nein, wisst ihr was? All das. Ach, erstmal jetzt zu Professor Niles natürlich. Das auf jeden Fall noch in die Aufnahme reinpacken. Wohin? Ja, sofort, genau. Ja, bla bla bla, los geht's. Ich will endlich meine Fähigkeit lernen. Ich will Flammen werfen können, oder? Ich will alles können. Als Anerkennung für deine harte Arbeit, Entschlossenheit und Geistesgegenwart erhältst du hiermit die offizielle Auszeichnung für Pyrokinese. Geiler Soundtrack. Yeah. Cool. Ich freue mich schon auf. Hey, wo sind wir denn hier? In deinem Verstand. Ich dachte, du bekommst die erste Pyrokinese-Lektion besser an einem vertrauten Ort. Lektion? Psst, denk jetzt an etwas, das du verbrennen willst. Dich. Ach ja, du bist ja im Zirkus aufgewachsen. Aber warum willst du all diese glücklichen Erinnerungen verbrennen? Wenn sie glücklich gewesen wären, hätte ich ja nicht fortlaufen müssen. Mein Vater hasst übersinnlich Begabte und er wusste, dass ich einer war. Den ganzen Tag lang musste ich akrobatische Kunststücke üben, um mich abzulenken. Oder er wollte mich damit umbringen. Ich weiß es nicht. Na ja. Jetzt fackel mal nicht lange. Fackel lieber was ab. Okay, er muss erste Fähigkeit. Prima, prima. Ich hab dich nicht ausgebildet, damit du mich in Brand stecken kannst. Hör auf. Es wird wärmer. Mach weiter so. Wow, es wird heiß hier. Ich aber auch abfackeln. Rasputin, konzentriere deinen geistigen Fokus auf das Ziel und halte ihn aufrecht, während du es verbrennst. Ich hab dich nicht ausgebildet, damit du mich in Brand stecken kannst. Hör auf. Ausgezeichnet. Feuer ist hübsch. Das ist das Ende der Lektion. Du kannst jetzt gehen. Du musst mir aber eins versprechen. Du darfst die Kräfte der Pyrokinese nur einsetzen, wenn es sehr, sehr wichtig ist. Oder sehr, sehr lustig. Ich verspreche es. Und wenn du deine Mädchen beeindrucken willst, musst du erst sicher sein, dass keine von ihnen Haarspray verwendet. So. Jetzt können wir den Dicken auch mal an. Den Dicken auch mal anzünden. Ich hab dich nicht ausgebildet, damit du mich in Brand stecken kannst. Na, warum denn nicht? Macht doch Spaß. Wir wollen doch alle nur ein bisschen Spaß haben, Kumpel. So, und jetzt können wir auch gleich. Hier machen wir jetzt die Aufnahmepause. Speichern wir nochmal. So, dann erstmal ein paar Ansagen. Ich bedanke mich für die Leute, die mir immer zugucken. Ich bedanke mich allgemein dafür, dass ihr jetzt gerade zugesehen habt. Und für alles vielen, vielen Dank. Auch an meine mittlerweile fast über 40 Abonnenten. Sehr nett. Und würde dann sagen, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession, beziehungsweise bei Warcraft 3, bei Left 4 Dead 2, bei Psychonauts und bedanke mich nochmal für alles. Tschüss. Ganz kurz, Sprecher von Rez ist übrigens eine Frau, Sandra Schwittau. Danke. Ja, herzlich willkommen wieder zu Let's Play Psycho. Ja. Ja, jetzt bist du in der Aufnahme. GZ. Das ist übrigens Eddie. Mit dem schreibe ich ja eine Zeit viel. Left 4 Dead und so weiter, wisst ihr alles. Ja, ich hab jetzt was vor. So, ja. Wir pflegen einen super tollen Umgang. Und zwar, ich hab jetzt was vor.
Wir haben jetzt Feuer gelernt. Wohin soll ich sie bringen, Agent Kraller? Moment einmal. So, ich möchte gern zu den Wohnhütten der Kinder. Mit Vergnügen. Ist ja okay, ich grüße dich, mein lieber Freund. Und so habe ich jetzt was ganz, ganz Tolles vor. Wisst ihr noch in der ersten Folge? Da haben wir etwas gesehen, was wir jetzt holen werden. Ja, an sowas muss man sich erinnern. Man muss ein gutes Gedächtnis haben. Sollte man. Hui. War das hier? Ich glaube schon, oder? Ja, genau. So. Zack, verbrannt. Und da haben wir das Puten-Sandwich. Extrem wichtig übrigens für den weiteren Verlauf des Spiels. Hust. Puten-Sandwich kann man immer gut gebrauchen. Wie alle hier bestimmt wissen. Wenn nicht, seid ihr scheiße. So. Muss das mal gesagt sein. Ach, ein Brötchen. Ich möchte etwas verbrennen. Sterbt, Kinder. Ach, das Feuer ist schön. Jetzt können wir theoretisch auch das Eichhörnchen holen gehen. Mit der Nuss dürften wir auf jeden Fall. Hey, warum versuchst du mich anzuzünden, Raz? Weil du Kacke bist. So, sammeln wir weiter die hier. Komm hierher, Vögelchen. Jetzt können wir auch theoretisch das Teil da zum... Wie heißt es nochmal? Das Pfeilspitzen-Sammeldingsbums kaufen. Aber wir haben jetzt nicht genug Pfeilspitzen. Genial, was? Heute sind wir in Stufe 10. Und ich muss euch das gestehen. Und zwar war es hier so geplant, dass ich jetzt Warcraft 3 und Psychonauts gleichzeitig rausbringe. Aber weil die Psychonauts so toll ist, habe ich irgendwie gar keinen Bock zu Warcraft 3. Also, ich werde natürlich jetzt nachher nochmal aufnehmen eine Folge, aber es ist einfach so schön, Psychonauts. Es macht einfach so viel Spaß. Das ist eines der besten Spiele, muss ich sagen, die ich bisher gespielt habe. Lalala, es ist so gechillt. Wo wollen wir eigentlich gerade hin? Ach so, ja, wir haben, genau. Ich weiß wieder, wo wir hin müssen. Da kriegen auch viele Pfeilspitzen. Wir müssen zwar eigentlich nicht, nee, hier lang. Ach, komm, dann gehen wir hier den Weg hier. Alles so schön miteinander verbunden. Wir können überall hingehen und kommen dann doch ins Ziel. Wäre es doch nur im echten Leben so. So. Guck mal, was hier ist. Zentrales Lagergelände. Nein. Da waren wir zwar auch noch nicht, glaube ich. Oder waren wir nicht? Wo ist der Bär? Also ist das, ja, jetzt hängt das schon wieder an, was? Und zwar habe ich was gesehen. Und zwar, als ich die Videos nochmal ganz kurz durchgeguckt habe. Wo war es denn? Höhendämpfung möchte ich gerne ausschalten. Nein, ich möchte doch nicht. So, und jetzt können wir doch. Genau, viel schöner. Stirb, Vogel! Da muss der Bär schön den Bär anzünden. Da ist er doch. Blöder Kackbär. Brenne! Du sollst gefälligst brennen! Das mit dem Anzünden klappt nicht so ganz gut, gell? Aha! Jetzt brenne ich auch. Traumbad aktiviert. Aha. Na geil, jetzt haben wir 50 Pfeilspitzen dafür verbraucht. Yay. Naja. Kriegen wir schnell wieder zusammen. Da ist ein blödes Kackeichhörnchen. Stirb, Eichhörnchen. Ich will in letzter Zeit ganz viele Sachen verbrennen. Du blödes Eichhörnchen. Ich muss dich in den Fokus bekommen. Das klären wir jetzt aber alles erst gleich, wie man Sachen richtig anzündet und so weiter. Lalala. Ja. Das war wirklich ein Unfall. Ja, ganz auszusehen. Sollten wir nicht irgendwie nur einsetzen, wenn es wirklich wichtig ist? Irgend so hast du doch gesagt.
Wo ist der Phönix? GPK und Wildnis. Ja, das war schon wieder ein Unfall. Ganz normal. Ich war's nicht. Wir hätten es auch einfach so... Oh, ich bin so blöd. Hätten doch einfach den Zug da, wie immer, nehmen können. Jetzt möchte ich aber erstmal die Nuss holen. Blöde Nuss! Jetzt müssen wir aber erstmal das Eichhörnchen in den Fokus bekommen. Das Eichhörnchen, nicht die Nuss. Stirb, du Eichhörnchen! Manu. Nein, das können wir noch nicht. Da brauchen wir noch einen anderen Zauber für. Wie schnell ich raufgebe irgendwie. Egal. Ich mag die Musik. Ich habe... Hey, Dogen. Nils. Hey, das ist nicht fair. Was hat er dir gesagt, Dogen? Bla, ich wollte ihn gerade anquatschen. Und ich dachte... Oh, Nils. Hey, da ist ein Loch unten im Baumstumpf. Miep? Das ist ein Tunnel, der in ein Netzwerk von Katakomben führt. Ach. Wohin so? Ja, Mit Vergnügen. Zur Agenten 1 Labor bitte und los geht's. So, dann wollen wir auch hier. Müssen wir jetzt anquatschen. Okay, ich bin bereit zu lernen, wie man wirklich kämpft. Oh, wirklich? Was ist? Nichts. Ich dachte nur nicht, dass du mein Angebot annehmen würdest. Normalerweise schreckt das Kinder ab. Nun ja, mich aber nicht. Ich bin bereit, für mein Lager zu töten. Tut mir leid, ich kann dich nicht ausbilden. Agentin Vodello würde mich umbringen. Was ist schon dabei? Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Sie ist heiß. Du hast ja nicht einmal eine Scharfschützen-Lernerlaubnis. Das kostet mich meinen Job. Ich beschaffe eine. Selbst wenn du den Geheimgang da benutzen würdest, um in sein Versteck zu gelangen, würde dir Agent Crawler niemals eine Scharfschützen-Lernerlaubnis ausstellen. Agent Crawler? Nicht mal in einer Million. Bin schon weg. Ich rede nur... So, reden wir schon mit Agent Crawler und los geht's. Wohin? Fahren wir zuvor... Ja. Ja, bla, los. Mittlerweile, das... Nobler Psychomeister, ja. Agent Crawler... Na, was macht ihr? Die Ausbildung. Ich hätte gerne... Wo ist es denn? Sascha sagt, ich müsse lernen, besser zu kämpfen. Du sollst fortgeschrittene Kampftechnik lernen? Am ersten Tag? Ja. Ich hatte eine Vision von einem riesigen Monster mit gelben Augen und einem großen Maul voller Reißzähne. Hat es vielleicht irgendwas nach dir gespuckt? Ja. Ich denke, es war ein alter Taucherhelm oder sowas. Ach so. Ja, dann solltest du wohl gewappnet sein. Warum? Was geht hier vor? Nichts weiter. Im Geiste steht's bereit. Das ist das Motto der Psychonauten. Hier, das ist eine Scharfschützen-Lernerlaubnis. Sie funktioniert nur, wenn du in Saschas Verstand bist. Sobald du das Training geschafft hast, erhältst du das echte Abzeichen und kannst deinen Psi-Schlag überall einsetzen. Danke. Psi-Schlag? Lass dich überraschen. Und jetzt ab, sonst wird das Lager noch von glotzäugigen, müllspuckenden Monstern überrannt. Jawohl, Sir. Ja, ich sollte gehen. Ich habe auch in viel zu tun. Aber in der Habe in der letzten Aufnahme gesehen, dass sehr sehr oft man meinen Stuhl knacken hat hören. Das tut mir natürlich leid. Ich versuche jetzt nicht so viel mich zu bewegen. Das hier. Also, wenn ihr das hört, jetzt naja. Tut mir auf jeden Fall leid. Mit Vergnügen. Nobler Psychomeister. Aber das müsst ihr durch. Ich bin sicher, dass du diese Fähigkeit produktiver einsetzen kannst, Rasputin. Niemals! Okay, ich hab sie. Sehen Sie? Ausgezeichnet. Gut, das soll mir reichen. Bist du wirklich bereit dafür? Das könnte verdammt gefährlich werden. Jo, reingehauen. Jawohl. Werden Sie mich in Ihren Verstand ziehen, so wie es der Coach gemacht hat? Ich will ja keinen beleidigen, aber dann kriegst du mal einen ordentlichen Verstand zu sehen. Beweg dich, Haar.
WTF? Willkommen in meinem Hirn. Oh, sieht so leer aus. Ich meine... Hier gibt's mehr, als du denkst. Doch ich habe gelernt, meine Gedanken zu kontrollieren. Und genau das werde ich dir auch beibringen. Kontrolle. Gefühle, Ängste, deine Wut. Du musst lernen, sie zu kontrollieren, zu fokussieren, konzentrieren und zu entfesseln. Als Therapie? Nein, als Kampfkraft. Sagen wir einmal etwas ganz Schreckliches, springt dich an. Ich bin müde. Es ist so widerwärtig, dass es einfach sterben muss. Wie Agent Crawler? Tut mir leid. Direkt hinsehen. Doch ich kontrolliere diese Gefühle. Fokussiere sie. Konzentriere sie. Und entfesseln. Und die Welt ist ein besserer Ort. Jetzt du. Ach, schön sowas. Ich liebe dieses Spiel. Gut gemacht, Raz. Gut gemacht, Raz. Yeah. Das ging etwas zu schnell. Jetzt geht es um Präzision und exaktes Ziel. Sagen wir, mehrere Gegner greifen dich gleichzeitig an. Aber du musst sie alle der Reihe nach vernichten. Erledige die Monster in der vorgegebenen Reihenfolge, dann geht es zur nächsten Lektion. Aye, aye, Sir. So, fokussieren kann man übrigens hier mit. Gut, nochmal. Shift. Gut, nochmal. Und nun? Ach ja, das macht Spaß. Hast du das in deiner Vision gesehen? Ja, es schien mir in meinem Kopf viel größer zu sein. Klar, Probleme sind in unserem Kopf oft größer als in Wirklichkeit. Das war eine wichtige Lektion. Aber... Dies ist ein Sensor, ein wichtiger Teil des Verstandes gesunder Menschen. Sensoren durchstreifen deine Psyche nach Gedanken, die dort nicht hingehören. Okay. Halluzinationen, Manien, Wachträume. Die Sensoren jagen sie und streichen sie weg. Warum sind die hinter mir her? Ich bin keine Manie. Aber du bist ein Fremdkörper in meinem Verstand. Technisch gesehen gehörst du hier nicht hin. Aber ich wurde in meinem eigenen Kopf angegriffen. Gut möglich, dass der Gehirnmixer schlecht funktioniert. Oder dass du wahnsinnig bist. Wir testen das später. Fürs Erste? Na, schießen! Buh! Na, recht so. Ich hab ihn getötet. Er war nur ein Gedanke, den ich hatte. Er ist nicht tot. Er hat seine Grundform angenommen. Rohe psychische Energie. Absorbiere ihn. Ist gut für deine geistige Gesundheit. Okay. Wenn du diese Energie absorbierst, steigert sich deine mentale Gesundheit. Aber bei einem Psi-Schlag verbrauchst du deinen Zerstörungswillen. Halte also Ausschau nach diesen kleinen geballten Klumpen roher psychischer Aggression. Okay. Absorbiere sie, um immer über genügend Feuerkraft zu verfügen. Ich lasse die Maschine jetzt an, damit du üben kannst. Du musst 1000 Sensoren vernichten, um dein Scharfschützenabzeichen zu bekommen. Komm jeden Tag her und übe fleißig, dann schaffst du das locker in knapp 3 Wochen. 3 Wochen? Ich habe nur ein paar Tage, um alle Abzeichen zu machen und ein Psychonaut zu werden. Bedächtig und zuverlässig macht das Rennen, junger Freund. Und jetzt übe. Bedächtig und vorsichtig. Ja, und zwar... Oh, Mann. Würde ich jetzt gerne das machen, was ich mir gerade überlegt. Und zwar... Ja. Erstmal steppst du. Hier seht ihr es jetzt. Die droppen Pfeilspitzen. Das sind so, glaube ich, bisher... Ja, bisher waren es die ersten, die das droppen. Ersten Mobs. Und zwar würde ich jetzt gerne hier offscreen, deswegen mache ich gleich das Video aus, ein paar Farmen. Also ich zeige euch das mal kurz hier. Man kann hier schneller stellen. Dadurch kommen mehr in kürzerer Zeit. Sie kommen jetzt schneller raus, aber immer noch nicht schnell genug. Tja, aber er will es natürlich übertreiben hier, der Raz. So. Nein, bleib stehen, los. Das hier muss ich euch nicht unbedingt zumuten, dass sie jetzt wirklich... eine Dreiviertelstunde hier zu machen. Deswegen mache ich jetzt das jetzt offscreen. Ich schalte es auf die zweite Stufe, auf der höchsten. Geht's dann weiter mit der Story. So können wir jetzt farmen einfach nur. Dann würde ich sagen, ich farme mal bis ungefähr 200 Stück. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss.